Wieder mal vergessen. Hi, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Doomsday. Willkommen zurück zur Live-Session hier auf Twitch. Die Pause ist zu Ende. Und willkommen an die YouTube-Zuschauer zur siebten, achten, whatever, zu einer neuen Folge von Resident Evil 4, dem Remake für die PS5. Und in der letzten Folge sind wir ja stehen geblieben. Ja, sind wir stehen geblieben? Ach ja, nach dieser schlimmen Szene, die echt gemein war. Und sind in ein neues Gebiet gekommen und da schauen wir uns jetzt mal um, was es da so Tolles gibt, würde ich sagen. Also, legen wir los. Jo. Kommen wir denn jetzt hin? Da ist auf jeden Fall ein Schatz als nächstes. Dann noch ein Schatz. Oder eine Schublade. Wer weiß. Sieht aus wie Steinbruch. Schon wieder. Okay. Wo willst du hin? Den habe ich ja schön verarscht. Kelch der Buße. Kann man da was reinmachen? Jupp. Oh. Drei Farbenbonus. 35.000. Nett. Wieso ist der Schlüssel eigentlich noch verwendbar? Kommt anscheinend noch so ein Schrein. Noch irgendwas hier? Nee. Noch eine Nate. Also munitionstechnisch sieht es echt nicht so pralle aus, ey. Oh, mehr Herstellungsmaterialien. Da war nochmal Schießpulver. Was Bonus? Wieso Bonus? Egal. Ich glaube, jetzt kommt die Stelle, auf die ich schon die ganze Zeit warte. Sind wir denn jetzt Kontrollpunkt? Es sind auf jeden Fall einige Leute dahinter. Oh yeah. Verdächtig ruhig hier. Na, eigentlich nicht. Was sagst du? Nicht mitgekriegt, das ist nett. Aber nett. Ich dachte, ihr würdet mich mitkriegen. Correr, pero no os podéis esconder.
Hätten sie ja ruhig mal Untertitel mit anmachen können. Hier lag noch Muni. Oh, wer hätte es gedacht? Verschlossen. Komm ich denn da rein? Vom Haus. Sonst noch irgendwas hier unten? Ja, hier. Okay, also bis zur Munition geht's mir jetzt wieder besser. Wir haben nochmal Heilung. Mein Gott, tut's doch zu den anderen runter. Mein Gott, bist du Marathon gelaufen, dass du so stöhnst? Ein grünes Kraut. Aber wollen wir noch mal ein rotes finden? Ging es oben noch weiter? Ich glaube ja. Geht's dir gut? Mein Gott. Soll ich bald eine Asthma-Attacke? Anweisung geben. Einer. Was? Okay. Okay. Passiert wohl gleich was Schlimmeres. Bitte was? Na super. Sorry, gehört das etwa euch? Ich fühle mich geschmeichelt, aber für zwei bin ich echt nicht in Stimmung. Gut, dass ich den Schrank getan habe. Du stehst wieder auf. Warum ist sie jetzt hier rausgekommen? Oh ey, ist das euer Ernst? Also jetzt übertreiben sie es ein bisschen mit diesen Viechern. Das wird ziemlich hell. Weg mit euch.
Ja, da muss man zugeben, dass hier ich meistens nicht der Klasse zählt, ey. Und das. Bleib liegen, Mann. Hey, alles klar bei dir? Ja, danke. War gut, dass ich es in den Schrank getan habe. Das war schon. Ja. Ordentlich. Mein Gott, der Gestöhne geht ja echt auf die Eier. Klettern wir nochmal hoch. Yay. Hätte man es auch reintun können. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Doch, da drüben ist noch ein Schätzlein. Verschlossener Schatz. Yay. Das heißt, wir brauchen wieder einen Schlüssel. Oder auch nicht, denn den habe ich schon. Oh Mädel, halt doch mal die Backen. Brösche. Kann man nichts reintun, oder? Ja. 7000. Oh, das war's. Wir haben alle Schreine. Können wir nicht mehr benutzen. Okay. So, wir müssen jetzt da hinten rein. Wie kommen wir da hin? Umwerfen. Da liegt noch was. Uninteressant. Hä? Kommen wir da jetzt gar nicht rein, oder? Ah, hier ist noch eine Tür. Achso. Durch? Nein. Kommt da erstmal zwei Frauen mit Kettensägen, ey. Aber schön, wie sie die Granaten einfach mal geschluckt haben und weitermachen konnten. Achso, dafür ist die Kurbel. Ah. Ey. Verletzt? Nein, mir geht's gut, denke ich. Hast dich gut geschlagen. Wohl nicht das erste Mal, dass du vor irgendwelchen Spinnern flüchtest. Soll das etwa ein Kompliment sein? Ja. Wo ist die nächste Schatz? Nur ein Schatz hier. Müssten wir auch, glaube ich, bald zum Borg kommen. Und auf Krauser treffen. Das ist doch hier die Burg, denke ich mal. Gott, geht dir hin auf den Sack. Ach man, die Flintenmunition finde ich echt unfair. 12 ist viel zu viel.
nervt. Ey, können wir der hier Stöhnen ausmachen? Das ist ja richtig nervig. Ein Moment. Kann man natürlich nicht. Was ist denn Schadenswand? Achso, das. Okay. Ja, aber jetzt. 6 Patronen gibt das nur. Na gut. Besser als nichts, ne? Wo kommen wir jetzt hin? Toll. Okay. Komm. Okay. Bürgermeister. Sie muss gereinigt werden. Komm, Kind. Ashley, lauf! Ja, rennen ist doch nicht, also kämpfen bringt nichts. Ist klar. Ignorier sie einfach! Ups. Ich glaube, die war zu nah am Wagen. Oh, ernsthaft? Sie erwischt die? Geht's dir gut? Was will ich da machen? Das ist ja gemein. Ich muss sie ja aufheben. Was soll ich denn hier machen? What? Im Original fand ich es besser mit ihm. Das sage ich jetzt schon. Das gibt ja gar keinen Sinn hier. Soll ich denn jetzt hin? Hier lang. Hier lang. Hab ich nicht gesehen. Was ist? Ich steck fest. Wir müssen weg. Nicht im Ernst.
war echt gemein. Die Stelle. Das war fies. Hör zu, er ist hinter dir her. Wenn er nochmal aufkreuzt, lauf! Was ist mit dir? Ich mach meinen Job. Heide Witzka. Warum tust du dir nicht was Gutes? Willkommen. Na dann, was kann ich für dich tun? Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Quatsch. Kommst du da drauf? Danke. Eine gut eingestellte Waffe kompensiert mangelndes Können, Partner. Ah. Ja, komm. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. TMP, ich finde die halt leider nicht so geil. Ich garantiere dir, du wirst deine Investition nicht bereuen. Fand ich auch damals schon nicht so geil. So, wo sind hier die MP-Munition? Da. Ob Rubine oder Rang, besten Dank. Oh. Tauschen wäre schön. Das hätte ich gern. Das hier ist nicht die Wohlfahrt. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Wäre das dann alles? Ja. Komm jederzeit. Im Moment wär's das. Oh, eins fehlt. Wieder. Frech. Das ist frech. So. Weiß lang? Gibt's noch irgendwas? Nein. Ah, gibt's noch Pistolenmuni? 16 Schuss. Okay. Vorsichtig. Das sieht mehr nach dem aufwältesten Bosskampf aus. Rotes Kraut. Yeah. Ich wusste es. Thank you.
Stefans Karriere. Alter. Geh doch aus dem Feuer raus, Junge. Warum kann ich nicht ausweichen? War früher viel schöner. Ich kann nicht ausweichen. Was soll ich machen? Früher kamen immer Tastenkombinationen, die man drücken musste, um auszuweichen. Das gibt's hier nicht mehr. Finde ich doof. Nein, Mensch. Man kann ja auch nicht in Deckung gehen. Das gibt's ja doch noch. Nichts mehr in der Hand, was? Wow. Bin ich alle. Davon halten soll. Ich bin damit nicht zufrieden. War früher schöner. Also hat mir der Kampf im Original besser gefallen. Leider. Weiß zwar nicht, wie ich überlebt habe, aber ich habe überlebt. Naja. Leon! Schnell! Hier stürzt gleich alles ein! Oh, aber das Auge. Bestell deinem Gott schöne Grüße. Wo ist er denn? Hä? Ach, da. Hey! Komm! Ist hier noch was? Nein. Wäre vielleicht Scharfschützengewehr ganz gut gewesen, wo er so weit weg war. Nicht dran gedacht. Danke. Sie werden das Feuer sicher bald bemerken. Lass uns weiter. Ich habe keine Heilung. Ich werde mich doch nicht in eine von denen verwandeln, oder? Nein, das... Vielleicht. Für sorge ich. Versprochen. Ach hier, sind wir jetzt. Irgendwo Heilung. So, das Auge war ja wichtig. Ne, war ein Schatz. Wow, 12.000, mehr nicht. Komm. Okay. Jetzt kommt die Burg. Ich brauche unbedingt Heilung, ey. What? Schatz? Wo? Da. Räuber. Sammeln Sie nur einem Spielerschlaf alle auf der Dorfschatzkarte verzeichneten Schätze ein. Yay! Wir haben alle.
soll das? Hier wird jetzt richtig spaßig. Tja, wenigstens kann uns so keiner folgen. Na komm. Kapitelende, oder? Ja. Viermal gestorben. Okay. Weiter. Hola, Luis hier. Seid ihr noch da? Ich wollte heim, aber Ashley bestand auf einem Abstecher zur Burg. Perfekt, ich habe nämlich ein Geschenk für euch. Medizin, die das Fortschreiten eures Problems verzögert. Wo sollen wir hin? Mal sehen. Kommt zum Burghof, weiter drinnen. Wir treffen uns dort. Ciao. Okay, Ashley. Luis sagt, dass wir... Schon klar. Wir sollten wohl besser los. Wie, schon klar? Das weißt du nicht? Der hat das ja am Ohr. Ja, das Restliche ist jetzt nun Geschichte. Oh Gott, ist die groß. Heide Witzka. Oh, denke ich mal, das, die Hälfte haben wir jetzt. Wobei ist Kapitel 7 jetzt. Naja, fast die Hälfte. Krass. Oh, Heilung. Einfach nehmen. Sieht gut aus. Und nochmal eine Heilung. Ich glaube, mehr habe ich nicht. Alter Kompass. Gehen wir jetzt noch zum Händler. Da ist was Neues reingekommen. Das könnte dich interessieren. Er kann doch Schwände gucken. Willkommen. Ich habe was Neues Stingray. Für dich. Halber durch mein Gewehr das Schnellfeuer an. Das ist, was ich derzeit habe. Oh, jetzt kannst du auch Rohstoff bei den kaufen. Stingray ist interessant. Oh. Biene oder Ramsch, es macht keinen Unterschied. Aber wir entscheiden, was es uns wert ist. Besten Dank. Meine Waren sind in einem Top-Zustand, das versichere ich. Das heißt, das Zielfernrohr, das hier ist dann für die Stingray, wa? Hier ist ein roter Koffer. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Spezial-Upgrades-Ticket. Ein Einmal-Ticket, das unabhängig von der Modifikationsstufe eine Waffe Zugang zu deren Spezial-Upgrade gewährt. 30 Stück. Die wäre erstmal interessant hier. Eieiei. Hart. Das ist echt hart. Aber ich werde die verkaufen. Im Grab bringt dir dein Fremder. Oh, dafür bekommst du ein hübsches Sümmchen. Proben Butterfly. Alter. Warum probierst du nicht mal eine neue Waffe aus, Fremder? 15 Angriff. Könnte dir das Leben retten. Aber ich nehme die Stingray. Proben Butterfly. Nur für kurze Zeit, 30 Rabatt. Diese Waffe verarbeitet Birnen zu Matsch. Genau das Richtige, um auf dem Feld die Sau rauszulassen. Ich meine, die Stingray, die Butterfly. Wenn du auch nur eine Chance haben willst, solltest du übers Tunen nachdenken. Ist halt auch interessant. Das ist, was ich derzeit habe. Ich nehme die mal mit. Ich sehe, du hast ein Auge für sowas. Bei Waffen geht es nicht nur ums Schießen, es geht auch ums Nachladen. Du weißt sicher, wovon ich rede.
Warte, nimm das noch. Kriegst du umsonst. Na dann, viel Spaß bei der Zubereitung. Alter. Die ist echt stark. Deine Waffen sind in guten Händen, Partner. Keine Sorge. Das wird meine Bosswaffe jetzt. Eine gut, probier mal, wie sich das anfühlt. Ohne das nötige Kleingeld bist du beeindruckt. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Na dann, stirb mir da. Aber wenn jetzt natürlich Platzmangel angesagt ist. Alter, warte mal. Geh du mal kurz dahin. Dann gehst du hier hin. Du dahin. Kann ich die überhaupt drauf machen? Ja. Oh, perfekt. Nein, nicht perfekt. Shit. Ah, warte mal. Machen wir es anders. Und die hier hin. Das Messer dahin. Mal kurz das dahin. Das hier hin. Dann haben wir hier Munition. Ja, das. Das können wir von mir aus hier hin tun. Ups. Das kann hier bleiben. So. Davon habe ich zu viel hier. Nervig. Alter, 17. Was ist das? Nicht weg. Die Waffe ist ja noch nicht mal geladen. Doch, 6 Kugeln habe ich. Nein, nicht ausrüsten. Schnellzugriff. Dahin. Die ausrüsten. Achso, und die muss ich natürlich auch noch zuweisen. Und die hat jetzt Schnellschuss. Okay. Ist halt kein Repartiergewehr jetzt. So. Keine Heilung. Läuft. Was gibt's denn hier? Die Pistole für dich. Punisher. Feuerkraft, die Red 9. Blacktail. Matilda. Derzeit ausverkauft. Was ist denn die Blacktail? Die verkauft er doch gar nicht, oder? Willkommen! Oh, doch die was hier. Kann ich dir Gutes tun? Deine Kohle oder dein Leben? Hab ich gar nicht gesehen. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Gut. Also die Waffe ist jetzt verdammt stark. Die ist für Bosse geeignet. Die hätte ich mal eher gebraucht, ne? Achso, wollte noch speichern. Da. So, das wird jetzt mal eine kürzere YouTube-Folge, denn ich denke mal, das wird jetzt erstmal gewesen sein mit der zweiten Let's Play Session zum Resident Evil 4 Remake auf der PS5. Immerhin streame ich ja auch schon fast 5 Stunden. Und ja, es kann sein, dass ich heute im Laufe des Tages noch die dritte Let's Play Session zum Resident Evil 4 Remake starte. Dann wahrscheinlich heute Abend. Oder Diablo, die offene Beta von Diablo 4 läuft heute. Das kann auch sein, dass ich das streame. Aber für jetzt, der zweiten Let's Play Session zum Resident Evil 4 Remake ist jetzt erstmal Schluss. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Bei YouTube würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet in der nächsten Folge. Bei Twitch natürlich auch, dann heute oder morgen im Laufe des Tages. Wobei dann morgen früh nur. Und ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haut rein, euer Doomsday. Bis zum nächsten Mal.